Die meisten von uns können sich noch genau an diesen Tag erinnern. 9/11 hat eine Spirale aus Angst und Vergeltung ausgelöst. 20 Jahre später hat der letzte US-Soldat Afghanistan verlassen. So hat der Krieg gegen den Terrorismus die Zeit zwischen diesen beiden Ereignissen geprägt. 11. September 2001. I was just standing here watching the World Trade Center after the first plane hit. I just saw a second plane come in from the south. It's got to be a terrorist attack. I can't tell you anything more than that. I saw the plane hit the building. An diesem Tag verlieren fast 3000 Menschen ihr Leben. Darunter auch mehr als 400 Feuerwehrmänner, Sanitäter und Polizisten, die den Menschen zu Hilfe geeilt sind. Es ist der tödlichste Terroranschlag unserer Zeit und der Anfang des sogenannten Kriegs gegen Terrorismus. Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there. Vor den Anschlägen war George W. Bush ein relativ unbeliebter Präsident. Nach 9/11 klettern seine Zustimmungswerte in der Bevölkerung steil in die Höhe. Zutiefst verletzt fordern die Amerikaner Vergeltung. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Nur 26 Tage nach den Terroranschlägen greifen die USA und verbündete Mächte Afghanistan an. Ziel der Invasion: Al-Qaida auszulöschen und die Bedrohung des Terrorismus auf afghanischem Boden zu eliminieren. Dazu gehören auch die regierenden Taliban. Diese sind mit Al-Qaida verbündet und weigern sich, Osama bin Laden auszuliefern. The Taliban regime is coming to an end. Und tatsächlich sah es damals so aus, als hätte Bush recht mit seiner Aussage. Nach nur 2 Monaten Krieg erklären sich die Taliban bereit, ihre Waffen niederzulegen, um sich am politischen Prozess zu beteiligen. Bush lehnt ab. Die US-Regierung ist sich sicher, dass sie den Taliban ein Ende bereiten kann. Auch in den USA wird die Terrorabwehr verstärkt. 2 Monate nach den Anschlägen wird die Transportsicherheitsbehörde TSA gegründet. Ein Jahr später arbeiten fast 60.000 Menschen für die Behörde. Fliegen ist seither weltweit deutlich komplizierter geworden. 9/11 hat sich auch auf die muslimische Minderheit im Land ausgewirkt. Noch 2001 nehmen Hassverbrechen gegen Muslime dramatisch zu. Außerhalb von amerikanischem Boden, auf Kuba, entsteht 2002 das Militärgefängnis Guantanamo Bay. Hier kommt es zu Menschenrechtsverletzungen. Gefangene werden ohne Prozess und für unbestimmte Zeit festgehalten. Auch Folter wird im Namen der Terrorbekämpfung angewandt. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America with weapons of mass destruction. 2003, 1,5 Jahre nach 9/11, starten die USA einen zweiten Krieg gegen den Irak. Doch warum der Irak? Saddam Hussein war zwar ein brutaler Tyrann, aber kein radikaler Islamist. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons. Wie wir heute alle wissen, Beweise für Massenvernichtungswaffen oder eine Unterstützung von Al-Qaida wurde nie gefunden. Und ohne die Atmosphäre von Angst und Wut nach 9/11 wäre dieser Krieg wahrscheinlich nie zustande gekommen. 2008 gewinnt Barack Obama die Präsidentschaftswahl. But tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Er hat den Irakkrieg von Beginn an öffentlich abgelehnt und will diesen so schnell wie möglich beenden und sich erneut auf Afghanistan konzentrieren. The world cannot afford the price that will come due if Afghanistan slides back into chaos or Al-Qaida operates unchecked.
2011, dann fast 10 Jahre nach den Anschlägen, gelingt es den USA endlich. Osama bin Laden wird von US-Soldaten in seinem Versteck in Pakistan erschossen. On nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. USA! 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 Over the next year, another 34,000 American troops will come home from Afghanistan. This drawdown will continue, and by the end of next year, our war in Afghanistan will be over. Doch schon bald versetzt ein neuer Name die Welt in Angst. 2014 erobert die Terrororganisation Islamischer Staat Gebiete in Syrien und im Irak. Der IS ist ein Ableger von Al-Qaida und hat sich im Rahmen des irakischen Widerstandskampfs gegen die Amerikaner gebildet. An der Spitze des IS stehen unter anderem ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Saddam Husseins. Der IS zeigt sich als eine der brutalsten Terrororganisationen. Massenmorde, Versklavung, öffentliche Enthauptungen. Der IS zwingt Obama zum erneuten Einschreiten im Irak. Der IS konnte die Gebiete im Irak und in Syrien nicht halten. Doch am Ende ist der Terror damit noch lange nicht. Auch nicht in Afghanistan. Die einst totgeglaubten Taliban erobern nach fast 20 Jahren Krieg immer mehr Gebiete zurück. Und die USA stehen vor einer Entscheidung. This destructive cycle of intervention and chaos must finally, folks, come to an end. Für eine Verlängerung der Militärpräsenz fehlt in den USA der politische Wille. Das Volk will keine Endloskriege mehr. If we didn't leave Afghanistan now, when do we leave? Another 10 years? Another 5 years, another year. Und plötzlich geht alles ganz schnell. Die Taliban erobern Afghanistan noch bevor die letzten Truppen das Land verlassen haben. Den USA bleibt nur noch, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu evakuieren. Der amerikanische Militäreinsatz endet mit einer Demütigung. Und mit einem Terroranschlag. Dieses Mal am Flughafen von Kabul. Selbstmordattentäter des Islamischen Staates mischen sich unter flüchtende Afghanen und US-Soldaten. Mindestens 180 Menschen verlieren ihr Leben, darunter auch 13 US-Soldaten. Viele von ihnen waren am 11. September 2001 Kleinkinder, andere noch nicht geboren. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget.